Okay. Damen und Herren, seid ihr bereit? Wir gehen rein in die fünfte Runde. Harald, Harald, Harald. Let's go! So, irgendjemand fehlt noch. Harald. Harold. Okay, there he is. There we go. Meine Tastatur ist ein wenig im Arsch und macht manche Buchstaben doppelt. Ja, dann wird's vielleicht Zeit für eine neue. So. Wir haben jetzt hier auf der rechten Seite Harald zusammen mit Halunke und Snoopy. Zusammen gegen Survey als Heiler, Shreed auf seinem Arms Worry und Smitty DH. Oh, oh, oh. So, so, so. Jetzt können wir noch mal ein bisschen Musik hier machen. Bevor es losgeht. Let's go, let's go, let's go. So, Snoopy chillt noch hinten. So, Shreed geht rein mit einem Charge auf Halunke. So geht's los. Da kommt schon der erste Stun von DH, von unserem DH auf Snoopy. Snoopy versucht hier die Clones zu casten, wird gleich interrupted. Smitty DH droppt low, da ist die erste Darkness schon in so kurzer Zeit. Und Survey hat hier richtig Probleme, die beiden Melee-DPS zu toppen. Musste jetzt auch schon seinen Live-Swap verwenden. Toppt hier aber... Hat jetzt aber eigentlich alles ganz gut im Griff, außer sich selbst. Da ist er noch unter 50%. Shreed droppt aber auch low. Du hast dafür auch einfach dann gar keine Zeit mehr, als Disziplinpriester danach zu holen. Ne? Wenn einmal irgendwie was low droppt, dann bist du im Struggle. Obwohl du eigentlich Damage machen solltest, bist du dann doch eher dabei, dann die Heals zu casten. So, Free Harald, da sieht es dann schon wieder ganz anders aus. Der hat aber auch schon sein Iron Bark raus und sein Anregen ist auch... schon benutzt worden, genauso wie seine Tree-Form. Und wir sehen hier aber trotzdem, dass Snoopy hier natürlich wie wild hier alles vollbleedet und dann die Clones spammt. Und es droppen halt beide low, ne? So, Low-Clone auf Smitty DH. Dann wieder Shreed im Target. Archangel hier, Grip und Grip von Survey auf Shreed. Und die beiden Melees auf der linken Seite, die kriegen hier ordentlich einen auf die Mütze. So, Clone auf Survey. Und jetzt Damage wieder auf Shreed. Und ich habe so das Gefühl, dass Halunke und Snoopy, die scheinen gar kein Life zu verlieren. Aber das ist natürlich auch... Ach du Scheiße! Junge, was ist da denn bitte passiert? Junge, ich wollte es gerade noch sagen, dass Harald hier sein Team so heftig versucht am Leben zu halten. Und ich sehe denn nur noch, wie Shreed den Bladestorm zieht und da Snoopy aber sowas aus den Latschen scheppert. Ach du Scheiße. Junge, was ist hier denn passiert? Was ist da denn los? Junge, wer hätte damit denn bitte gerechnet? Junge, wie krank ist das denn? Ach du Scheiße. Junge, zweite Runde. Harald, Smitty DH und Snoopy zusammen gegen Survey, Shreed und Halunke. Und es wird wieder in der Mitte der Arena gefeiert, gekämpft. Und es fliegen die Stunts und eine Pre-Darkness. War die intended oder fettfingert? Ich kann es gerade nicht sagen, aber Halunke und Shreed, beide Drop Low, Vengeance Shield von Halunke hier gezogen. Diver the Sword von Shreed, der sitzt aber noch im Avatar und... spinnt natürlich hier mit seinem Blade Storm erstmal schön durch die Arena. Da ist der Dome von Survey und Shreed ist hier so ein bisschen in der Bedrulle gerade. Der kriegt nämlich ordentlich einen auf den Sack, hat jetzt hier aber eine Melee-Bubble und macht natürlich weiter
hier auf Snoopy zu gehen. Snoopy, Carsten Klom wird darauf gekickt, versucht zu rennen, kriegt jetzt hier einen Spare Reflect auf seinen Clone ab. Junge, Alter, was ist das denn für ein Game? Ich habe irgendwie das Gefühl so, dass vielleicht der ein oder andere, der sich jetzt hier von den Teilnehmern die Punkteliste angeguckt hat, das vielleicht doch nicht so hinnehmen möchte, wie das gerade ist. Und das ist nämlich das, was ich sage mit, es ist noch alles offen. Und wir dürfen halt nicht vergessen, wir sind hier nicht bei AWC mit Pre-Made Threes Groups. Wir sind hier im Solo-Shuffle. Und im Shuffle kann alles Mögliche passieren. Deswegen, echt, also heftig. Halunke und Shreed, beide low. Da ist das Sharpen Blade von Shreed. Und hier wird da schon ordentlich auf Snoopy reingekloppt. Der hat jetzt aber seinen Precog getriggert bekommen und castet jetzt hier wieder die Clones. Schön auf Shreed. Halunke ist im Maim, im Stun und droppt hier unter 50%. Survey im Bash und kriegt hier von Harald einen Clone hinterm Pillar. Und da kann er auch nichts machen. Und ich glaube, selbst wenn er da das Trinket benutzt hätte, wäre es zu spät gewesen. Also... Das war sehr, der Bash und der Clone von Harald, der, das war sehr, sehr gut getimed. Aber Wahnsinn. Ach du Scheiße. Junge, ich muss erstmal einen Schluck hier trinken. Prost. Und ich möchte natürlich auch nochmal zwischendurch erwähnen, dass wir hier eine sportliche Veranstaltung machen, die soll Spaß bringen. Die Leute sollen dazulernen, Spaß haben, vielleicht auch mal was ausprobieren, was ganz Abstrudes oder sonst irgendwas. Aber das Einzige, was hier im Vordergrund stehen sollte, ist halt der Spaß. Und bitte geht vernünftig miteinander um. Ne? Also hier muss hier keiner geflamed werden oder was auch immer. Ne? Wir sind hier nicht bei der AWC und spielen um $100,000. Ne? Also das sollte da auch nochmal gesagt werden. So. Halunke droppt low, Smitty droppt low, der hat jetzt hier aber seine Meta-Phase eingeleitet und versucht hier jetzt natürlich Snoopy den Gar auszumachen. Der sittet aber im Bär, swappt in seine Normalform für einen Clone. Stun hier auf Smitty DH, der geht jetzt erstmal in den Clone selber. Und was passiert hier? Stun auf Snoopy. Dome vom Priest, um hier die Mates da ein bisschen zu supporten. Weiß noch nicht, ob das notwendig gewesen wäre, aber was weiß ich schon. Snoopy. Unter 50%. Junge, da droppt der aber auch low, ne? Also das ist manchmal immer so knapp bei dem Boy, dass boah. Nicht schlecht, nicht schlecht. Oha, da kommt der Focus Charge Bash auf Free Harald into Clone. Junge, also auch geil gemacht, auch geil gemacht. Da wird der Clone versucht zu swappen, wird aber gekickt vom DH. Und ja, also Snoopy low, Shreed low, also beide low. Survey hat hier ein bisschen Struggle, hier sein Team aufrechtzuerhalten. Harald hat eigentlich alles soweit gut im Griff. Spielt hier natürlich auch mit dem Talent, was denn nochmal die Heilung, die gerade passiert, auch nochmal zusätzlichen Schaden macht. Das ist natürlich, wenn beide Targets im Melee-Bereich full-hotted sind, dann macht das schon nicht wenig Schaden. Ich habe mit diesem Talent tatsächlich selber noch nicht gespielt, weil ich noch den Anwendungsbereich noch gar nicht weiß und meine Kamera ist wieder stuck. Danke. Snoopy, gefährlich low! Shreed, auch gefährlich low! Was passiert... Ohne Scheiß jetzt! Was passiert hier in diesem Game? Hallo, Clone auf Smitty DH. Shreed hat Die by the Sword an. Harald geht in die Gelassenheit, um hier vielleicht den Stun von Snoopy irgendwie ein bisschen zu dodgen und wechselt sofort in die Tree-Form, um hier halt Halunke und Smitty DH wieder zu toppen. Snoopy unter 50%. Kriegt einen Grip von seinem Priester und PI ist raus. Shreed wieder low, Snoopy auch gefährlich low. Also beide DPS hier auf der Seite von Survey hängen am seidenen Faden. Aber Survey schafft es trotzdem immer wieder, beide irgendwie so halb ja, am Leben zu halten. Und also Halunke und Smitty DH, die lassen hier auch nichts anbrennen, ne? Da wird reingekloppt ohne Ende. Und das gegenzuheilen ist schon wild. Und jetzt sehen wir, dass schon zum zweiten Mal Free Harald out of Mana. Survey hat noch ein bisschen Mana. Und in so einer Situation ist eigentlich halt auch der Priest im Vorteil, weil der halt noch ein bisschen Heilung rausholen kann durch Damage Abilities, die nicht viel Mana kosten. Krass. Also...
Junge, Junge. Also ich habe immer das Gefühl, dass gerade auch beim Disziplinpriester, da hängen so alle so immer so low life, da ist nie einer full getoppt. Aber so im Late Game, im Dampening, reicht es halt dann trotzdem immer noch aus, ne? Sieht nicht gut aus für mich. Ach du Scheiße. Ah, wieso? Ich glaube, das sieht hier noch alles sehr, sehr gut aus. Die Games sind einfach krank. Ja, das finde ich allerdings auch. So, Snoopy ist ein bisschen auf Abstand. Charge jetzt drin. Double Stun auf Survey und Shriek. Danach noch der Hodge auf Survey. Und Halunke low, Shriek low. Ach du Scheiße. Kann Harald beide noch toppen? Und Halunke! Bubble kriegt auch noch das Nature Swiftness von Harald rein. Und jetzt ist Shriek derjenige, der hier... Oh, Free Harald selber low. Der ist eigentlich in Execute-Range. Ach du Scheiße, kriegt hier ein Cage vom DH-Trinket auf nochmal kurz eine Sekunde. Snoopy low. Und jetzt kriegt, also Harald Gelassenheit, damit er hier nicht angegriffen kann. Halunke droppt wieder low. Harald muss die Gelassenheit abbrechen. Also ich glaube, das ist jetzt hier von den Games, die wir bisher gesehen haben, gerade irgendwie das, wo am meisten passiert in einer Runde, ne? Also das ist ja heftig. Und das war auch das erste Mal, dass wir gesehen haben, dass ein Swap auf Harald stattgefunden hat. Und das musst du natürlich machen. Gerade um den halt viel Mana burnen zu wollen und zu können, ist halt regelmäßiges Swappen bei einem Heal-Druiden auf jeden Fall angesagt, ne? Gerade wenn er seine Hots dann neu applyen muss. So, Halunke Low Clone. Und da wird der Clone geswappt. Aber Harald kann das den Clone melden. Er kriegt einen Bash von Snoopy ab, aber Shriek sitzt da und kann im Zweifelsfall den Clone unterbrechen. Also das ist, ich finde das gut, wie stark hier auch die DPS versuchen, ihre Heiler zu beschützen. Ne? Also das war ganz, ganz, ganz große Klasse, würde ich mal sagen. Snoopy, low, Bärform. Darkness zum Support von Smitty DH. Euphorie von Survey gezogen, um hier nochmal die dicken Schilde zu verteilen. Halunke unter 50%. Stun auf Harald. Und jetzt sieht man ja schon langsam so, Halunke hat nochmal ein Schild an und das Barkskin ist drauf. Oh. Und Harald hat hier sehr, sehr viel Probleme, die Leute zu toppen. Tatsächlich. Oha. Harald, also... Halunke, Junge, top ihn! Und dann stirbt er. Aber man sieht halt auch, na, Harald low, Halunke low, also ist er auch gestorben, aber Shriek auch low. Und da dann nochmal zu toppen. Also da ist richtig Damage geflogen. Heftig. Junge. Ey, ich brauch schon wieder hier einen Schluck. Es ist so krank, ne? Es ist so heftig geisteskrank, was hier passiert. Ach du Scheiße. So, ich versuche mal jetzt hier mal eine Runde mal richtig dicht rein zu filmen. Und jetzt haben wir hier Point of View die, von unserem DH. Der charged hier natürlich rein. Stun auf Smitty DH und Shriek. Halunke haut natürlich nach. Und da fliegt auch schon die erste Darkness von Smitty DH. Junge, und der jumpt durch die Arena, poppt die Meta und geht voll auf Snoopy ab. Shriek! Ach du Scheiße, der Klon auf Harald und Shriek stirbt. Ach du Scheiße, und noch Die by the Sword. Und oh Junge, das war einfach vielleicht auch zu viel Damage auf einmal, ne? Da muss man auch erstmal reagieren. Ach du Scheiße. Junge. Also mein Kiefer, ne, vom Sabbeln. Also, ich habe Schmerzen schon, ne? Ich bin eigentlich eher verhalten und ruhig. Deswegen vielleicht noch einen Schluck Wasser. Ne, noch den Spuckrest. Und dann geht's auch gleich weiter. Nächste Runde. Halunke zusammen mit Smitty DH. Shriek droppt auch schon wieder unter 50%. Und die sehen natürlich, okay, der ist einmal jetzt gedroppt. Vielleicht ein unlucky moment. Und dann wird er auch gleich wieder raufgegangen, um vielleicht nochmal die ähnliche Zahnarzt-Ink. Ja, oder Kieferorthopäde oder sowas. Ach du Scheiße. Junge.
Junge, Smitty DH unter 50% im Stun. Kriegt hier ein Schild, kann getoppt werden. Stun auf Halunke. Der droppt auch gefährlich low. Und das ist jetzt schon wieder das Bild, das wir sehen. Das Surveys-Team so ein bisschen so low droppt, ne? Also low clone auf Smitty DH. Aber wir haben aber auch schon oft genug erlebt, das kann innerhalb von 2 Sekunden kann sich das komplette Bild verändern. Ne? Man sieht hier so Harald, applied seine Dots, hält so ein bisschen Shreed und Snoopy am Leben. Und Survey ist richtig am Ballern, um hier sein Team am Leben zu halten. Aber das kann sich echt von 0 auf 100 ändern. Smitty DH, Netherwalk an. Okay, und Liveswap auch rausgegangen. Das wäre wahrscheinlich auch sehr, sehr knapp geworden. Survey selber low, hat hier aber noch einen gesunden Abstand. Kriegt hier einen Stormbolt von Shreed rein. Shreed Bladestormt hier jetzt den DH. Der muss jetzt auch noch seine Darkness ziehen. Snoopy schmeißt hier jetzt die Clones. Und 4 auf Survey. Ach du Scheiße. Also das ist, was hier gerade passiert, ist... Also ich bin überrascht und amazed, Junge. Also das ist against all odds irgendwie. Bubble von Halunke. Euphorie gezogen von Survey. Der verteilt jetzt die Schilde an Smitty DH. Und der countert den Damage, den er kriegt natürlich mit mehr Damage auf die Gegner. So, Harald auch schon eigentlich fast alle Major Cooldowns geused, hat aber gleich wieder Tree ready und seinen Barkskin, den er noch verteilen kann. Halunke wieder low, droppt wieder low und stirbt hier. Da hat Survey leider keinerlei Macht mehr, um das Ganze irgendwie zu toppen. Holy shit, was ist das für eine Runde schon wieder? Heftig. Ich find's stark, ich find's sehr, sehr stark.